von seiner früheren Pfarrgemeinde Wilhelmshaven-Vosslapp begleitet und unter Anteilnahme seiner neuen Gemeinde in Vestrup übernahm am 17. Dezember 1972 Pfarrer Josef Mayhaus das Amt des Pfarrers von St. Vitus in Vestrup. Bischof Tinnumberg hatte ihm das Amt zum 1. Dezember 1972 als Nachfolger des verstorbenen Pfarrers Clemens Drees übertragen. Thank you.
Feste Darstellung des Herrn am 2. Februar 1960 wurde ich im Hohen Dom zu Münster von Bischof Michael Keller zum Priester geweiht. Am 2. Februar 2010 bin ich 50 Jahre Priester und in Freude darüber möchte ich im goldenen Priesterjubiläum Gott und lieben Menschen danken. Die Feier ist am Sonntag, den 7. Februar und ich lade herzlich ein. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, darf ich bitten, dass Sie sich einen Augenblick Platz nehmen. Nach 50 Priesterjahren haben die Kirchengemeinde und ich Sie heute hier zu einer Eucharistiefeier eingeladen, das heißt zu einer Dankfeier. Und ich freue mich, dass Sie und Ihr gekommen seid. Und ich möchte euch und Sie alle ganz herzlich begrüßen. Zunächst einmal die Kirchengemeinde St. Johannes Bakum mit Lüche, Karum und Vestrup, mit den Gemeinden, mit denen ich lange zu tun hatte. Und ich glaube, aufgrund dieses langen Zusammenseins auch recht viel Grund habe, Dankeschön zu sagen. Dann möchte ich begrüßen meine Geschwister mit ihren Ehepartnern, und ihren Kindern, meine Nichten und Neffen. Das sind sicherlich über 60 allein schon an der Zahl. Deswegen möchte ich sie auch besonders begrüßen hier heute. Und der schöne Kelch, der nachher sichtbar werden wird, ist ein Geschenk meiner Geschwister zur Primiz vor 50 Jahren. Und mit einem Dank an alle, die diesen Gottesdienst mitgestalten und mit einem Lob auf Gott, den Herrn, wollen wir diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der uns nicht Knechte nennt, sondern Freunde, er sei mit euch. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum und setzen unsere Hoffnung alleine auf deine Gnade. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Lieber Josef, liebe Mitbrüder, liebe Angehörige des Jubilars, Schwestern und Brüder. Bei der Vorbereitung dieser Predigt bin ich hängen geblieben bei den 50 Jahren, dem halben Jahrhundert. Und ich habe mir vorgestellt, welche
verschiedenen Zeiten diese 50 Jahre doch umfassen und wie unterschiedlich doch der Priester in diesen Zeiten gesehen wurde. Ich will jetzt nicht versuchen, diese vergangenen 50 Jahre aufzurollen, keine Sorge. Ich möchte zurückgehen an den Anfang. Josef, wenn mich mein Studium nicht ganz im Stich lässt, dann ist dein Wunsch, Priester zu werden, gewachsen in einer Zeit, in der der Priester sich als Hirte der Gemeinde, als guter Vater der Gläubigen sah. Dieser Hirte, dieser gute Vater, Schwestern und Brüder, der wurde damals vor 50 Jahren dringend gebraucht. Wenige Jahre zuvor noch hatten Millionen geschrien, Heil dem Führer. Hier war jemand gewesen, der sich auf seine Kraft, auf seine Stärke verlassen musste, um vor der Welt zu bestehen. Und es war die absolute Katastrophe, das totale Desaster, das hier der Mensch dem Menschen bereitete. Man stand auf den Trümmern der Welt. Man hatte Millionen Tote vor sich und musste erkennen, welche Folgen dieser menschliche Größenwahn hatte, welchen Preis man diesem Führer zahlen musste. Ganz anders der geistliche Führer. Und diesen Dienst, Josef, hast du mittlerweile 50 Jahre lang getan. 50 Jahre Priester. Das heißt, gute 1000 Taufen, ungefähr so viele Beerdigungen, ein paar hundert Trauungen und dabei als Grundlage des Dienstes gut 20.000 Messen. Doch das, Schwestern und Brüder, ist natürlich nur die äußere Seite des Dienstes. Die Kraft zur Verkündigung des Wortes Gottes, die Stärke, um das Leben des Menschen in guten wie in schweren Momenten zu begleiten. Den Versuch, immer wieder Gottes Gnade erfahrbar zu machen, das geht nicht ohne Gebet, sonst hält man das nicht durch. Das geht nicht ohne die lebendige Beziehung zu Gott. Und wenn sich auch die Akzente im Verlauf der Jahrzehnte geändert haben, früher war es vielleicht eher das Zeltlager in Vestrup, heute sind es vielleicht eher die Alten- und Krankenbesuche, das Grundsätzliche ist gleich geblieben. Ein priesterliches Leben aus Gottes Gnade. So wie es ja auch unterstrichen ist auf dem Erinnerungsbildchen. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und dieses Leben hast du in Lemwerder, in Garrel, in Damme, in Vechta, in Wilhelmshaven geführt. Dann jahrzehntelang in Vestrup, dann zusätzlich in Karum, dann zusätzlich in Lüsche und jetzt zusätzlich in Bakum. Schwestern und Brüder, mit diesem zusätzlich soll an dieser Stelle natürlich nicht nur erinnert werden an den Priestermangel. Nein, heute soll dieses zusätzlich ein Hinweis sein auf die Kraft und Energie, die Pfarrer Maihaus in seinem Dienst beweist. Wir alle sind Zeugen dafür. Gott sei Dank. Auf die wirklich unermüdliche Art soll hingewiesen werden, mit der er uns das Zeugnis eines Lebens schenkt, das auf Gottes Gnade fußt. Josef, ich glaube, ich spreche im Namen aller, wenn ich dir von ganzem Herzen Danke sage für das, was du für uns tust. Dich als Priester zu erleben, das tut uns, glaube ich, wirklich gut. Und diesen Tag, heute mit ihm zu feiern, das tun wir, glaube ich, wirklich alle gern. Herzlichen Glückwunsch, Josef, zu deinem 50-Jährigen. Alles Gute und Gottes Segen. Amen.